Ja, ein Grafikblatt, bei dem ein Schaden entstanden ist durch die Einwirkung von Flüssigkeit. Eine unklare Flüssigkeit ist in die Grafik eingedrungen und hat hier sehr unansehnliche Ränder beim Trocknungsvorgang hinterlassen. Das kann auf der einen Seite von der Einfärbung der Flüssigkeit herrühren, zum anderen aber auch von der natürlichen Verschmutzung des Grafikblattes. Von der Technik her handelt es sich hier um eine Farblithografie mit verschiedenen prägenden Elementen, die unter der Grafik angelegt wurden. Ebenfalls befindet sich im unteren Bereich ein Prägestempel der Manufaktur, in der diese Grafik hergestellt wurde. Was bei der Betrachtung sofort ins Auge fällt, ist der doch relativ unansehnliche und gebräunte Rand der Unterlage, auf dem dieses Grafikblatt aufliegt. Eine genauere Untersuchung kann sicherlich Rückschlüsse zulassen, in welcher Art und Weise dieser Schaden entstanden ist und möglicherweise auch eingrenzen, mit welch einer Flüssigkeit dieser Schaden verursacht wurde. Nun zeigt sich bei genauerer Betrachtung, wenn man die Grafik von dem Untergrund abnimmt, dass sich um die Grafik herum ein sehr dunkelbrauner Rand gebildet hat. An der Stelle, an der die Grafik aufgelegen war, ist die Unterlage sehr viel heller, aber die Rückseite der Grafik umso bräunlicher verfärbt. Sie sehen auch hier ganz dünn noch durchscheinend auf der Rückseite den Rand des Flüssigkeitsschadens. Die Ränder selbst sind nicht auf die Unterlage durchgeschlagen. Das bedeutet, dass dieser Flüssigkeitsschaden von der Oberseite her der Grafik entstanden sein muss. Die sehr starke Braunverfärbung der Unterlage an den äußeren Rändern und die Braunverfärbung der Grafik auf der Rückseite rührt daher, dass dieser Untergrund, auf dem die Grafik Jahre, möglicherweise Jahrzehnte lang aufgelegen war, aus ungeeignetem Material bestand und sehr viel Säuren in dieser Unterlage vorhanden sind, die durch die Umwelt Einflüsse wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur aus diesem Material heraus in die Grafik eingetragen wurden. Noch ein Wort zur möglichen Entstehung des Schadens. Dadurch, dass auf der Unterlage hier keinerlei Gegenzeichnungen dieser Flüssigkeitsränder zu sehen sind, spricht das dafür, dass dieser Flüssigkeitsschaden wohl entstanden ist vor dem Zeitpunkt der Rahmung und im Laufe der Zeit durch die Bräunung der Fasern hat sich dann erst dieser Flüssigkeitsschaden als Zeichnung quasi für den Betrachter sichtbar gemacht. Und so etwas ist bei Papier immer möglich, dass beispielsweise eine Befeuchtung mit eingelagerten Schmutzpartikeln erst im Laufe der Zeit durch die Lichteinwirkung quasi eine Färbung bekommt und dann im Nachhinein sichtbar wird. Nach dem Abschluss der Restaurierungsarbeiten zeigte sich ein sehr schönes Grafikblatt
mit einer ursprünglichen Papierfärbung und mit dem Erhalt sämtlicher Prägungen, die zu diesem Blatt gehörten.